Wir melden uns erneut aus dem Bayerischen Hof von der Münchner Sicherheitskonferenz und ich freue mich sehr, dass der langjährige Leiter und heutige Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, bei uns ist. Ich freue mich auch. Herr Ischinger, hier in die Sicherheitskonferenz ist die Meldung hereingeplatzt russischer Medien, dass der Putin-Kritiker Alexei Nawalny gestorben ist in russischer Haft. Welche Bedeutung hat das? Wie ist das hier auf der Konferenz aufgenommen worden? Mit tiefem Entsetzen gehen wir mal davon aus, dass diese Nachricht bestätigt wird. Dann ist auch klar, dass Russland, dass die russische Regierung dafür Verantwortung trägt. Es stirbt nicht einfach ein Mensch, der kein Greis ist und von dem man nicht gehört hat, dass er irgendwo schwer erkrankt war, stirbt nicht einfach so im Gefängnis. Ich muss Ihnen sagen, ich bin persönlich wirklich tief erschüttert. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass die russische Seite jetzt sogar darauf verzichtet, auch nur den Versuch zu machen, nach außen den Anschein aufrechtzuerhalten, als ob man sowas wie Rechtsstaat, Justiz, Fairness, Würde, Gerechtigkeit obwalten lässt. Also mit anderen Worten, die Maske ist gefallen. Wie sollte aus Ihrer Sicht die Bundesregierung auf diesen Tod Nawalnys reagieren? Naja, gemeinsam mit den Partnern in der Europäischen Union und in der Allianz. Ich glaube, ich würde vorschlagen, dass man erstmal Aufklärung erbittet, was ist da passiert. Und dass man zweitens natürlich zu überlegen hat, ob ein solcher Vorgang Anlass bietet, beispielsweise gegenüber den Verantwortlichen für das russische Gefängnissystem Sanktionsentscheidungen zu machen. Wir haben schon gegen so viele russische Industrielle im Rüstungsbereich verantwortliche Sanktionen verhängt, persönliche Sanktionen. Es könnte jedenfalls nichts schaden und schreckt dann vielleicht doch ein kleines bisschen zukünftig ab, dass solche wirklich furchtbaren Übergriffe stattfinden. Ich bin wirklich entsetzt. Es sind auch amerikanische Delegationen hier in München. Glauben Sie, dass diese Nachricht vom Tod Nawalnys vielleicht auch ein bisschen bewirken könnte, dass mancher Senator, mancher Kongressabgeordnete, insbesondere der Republikanischen Partei, seine Haltung zu den Militärhilfen für die Ukraine nochmal überdenkt? Naja, Schaden wird dieser Vorgang, dieser grauselige Vorgang sicher nicht. Aber die republikanischen Abgeordneten, es geht ja jetzt mehr um die Abgeordneten des Repräsentantenhauses, die haben ja bisher die Hilfe nicht verweigert, weil sie so furchtbar pro-russisch sind. Es geht um innenpolitische, wahlkampftaktische Geplänkel, aus meiner Sicht, was schlimm genug ist. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass diese Konferenz, dass dieses Wochenende genutzt wird, nicht nur von den Entscheidungsträgern der deutschen Regierung, von Olaf Scholz und den hier anwesenden Ministern und Abgeordneten, mit jedem einzelnen dieser angereisten republikanischen Abgeordneten zu sprechen, sie quasi ins Gebet zu nehmen, damit die nach Hause fahren und sagen, Kinder, wir schießen uns strategisch ins eigene Knie, wenn wir die Ukraine jetzt fallen lassen. Präsident Zelensky kommt morgen hierher nach München. Heute ist er noch in Berlin, hat da ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet mit Deutschland. Da gibt es unterschiedliche Stimmen. Ich habe hier mit Politikern gesprochen, die haben gesagt, das ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Es gibt andere, die sagen, das ist ein gutes Symbol. Was ist Ihre Bedeutung, Bewertung? Also schöner wäre natürlich, wenn wir jetzt der Ukraine sagen könnten, ihr kommt tatsächlich demnächst in die NATO. Das ist dann sozusagen der sichere Hafen. Das geht aus einer ganzen Reihe von Gründen, die wir jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit haben, im Einzelnen auszudiskutieren, geht das im Augenblick nicht. Das Land befindet sich im Krieg und keiner will jetzt die ganze NATO in einen Krieg hineinziehen. Als Ersatz dafür finde ich solche bilateralen Vereinbarungen, wie sie die Ukraine jetzt mit Frankreich, mit Großbritannien, mit uns und sicherlich auch noch mit ein paar anderen Staaten vereinbaren konnte, hilfreich. Und ich würde schon sagen, das ist hoffentlich das Papier wert, auf dem es geschrieben ist. Aber wissen Sie, ich habe gelernt in 40 Jahren Diplomatie, ist die Währung der Diplomatie. Und eigentlich geht es um die Frage, können die ukrainischen Entscheidungsträger darauf vertrauen, dass im Falle des Falles
Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, die USA und andere tatsächlich an der Seite der Ukraine stehen. Das ist die Frage. Ich hoffe, dass die Wirkung dieser Vereinbarung so ist, dass die Ukraine gestärkt ist, auch moralisch gestärkt ist. Denn wir erleben ja in diesen Tagen, dass der Verteidigungskampf, wir reden ja schon gar nicht mehr von Rückeroberungskampf, sondern eher von der Frage, kann die Ukraine die Front, die gegenwärtige Frontlinie überhaupt halten, dass die Ukraine zumindest moralisch, politisch, strategisch in diesem andauernden Kampf, der droht, ein langer Krieg zu werden, gestärkt wird. Sie haben vorhin die große Bedeutung des Vertrauens in der Außenpolitik angesprochen. Nun hat Donald Trump mit seinen jüngsten Äußerungen in South Carolina das Vertrauen erschüttert ein wenig, dass im Falle seiner erneuten Wahl die USA noch Mitglied der NATO bleiben oder sich auch der Beistandsverpflichtung noch weiterhin zugewandt fühlen. Hat Sie das schockiert und würden Sie Trump tatsächlich zutrauen, Amerika aus der NATO herauszuführen? Also schockiert hat mich das nicht, weil es ja nicht das erste Mal ist, dass er solche Sprüche klopft. Es stimmt mich traurig und besorgt, wie viele andere, weil diese Äußerungen natürlich nicht nur bei uns in Deutschland, sondern übrigens auch in Asien die Frage aufwirft, ja Moment, wenn Trump wiedergewählt werden würde, stehen wir dann plötzlich schutzlos da. Ist der fähig, sich dann sozusagen von uns abzuwenden? Ich glaube, es ist ganz so schlimm ist es noch nicht. Und ich würde mal, damit wir das Ganze auch balanciert betrachten, ich würde mal sagen, es ist ja nicht so, dass Trump nicht einen Punkt hatte oder hat, als er Präsident war. Hatte er zu Recht den Punkt, die Europäer lassen die Flügel hängen, sind aus amerikanischer Sicht billige Trittbrettfahrer. Der amerikanische Farmer muss sozusagen den Europäern ihre sicherheitspolitischen Ausgaben subventionieren. Das darf und das kann weiterhin nicht so gehen. Seine Vorgänger, also die Trumpschen Vorgänger, haben diese Warnung auch schon ausgesprochen. Das geht zurück auf weit vor Obama, die Bush-Ära zurück. Die haben es aber diplomatisch ausgedrückt und es wurde bei uns nicht so ernst genommen. Trump hat sozusagen mit dem Holzhammer draufgehauen und dann hat man erschreckt zugehört. Also jetzt ist es ja erfreulicherweise so, dass in diesem Jahr 2024 die Bundesrepublik Deutschland und etliche andere Allianzpartner tatsächlich dieses von uns vor 10 Jahren versprochene 2%-Ziel erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, das ist eine Untergrenze. Wir sollten aus Eigeninteresse, nicht weil Trump das fordert, sondern aus Eigeninteresse versuchen, für die längere Zukunft, für die weitere Zukunft, mindestens dieses 2%-Ziel dauerhaft, nachhaltig erfüllen zu können. Wir tun es ja nicht für Donald Trump, sondern wir tun es für uns und unsere Partner. Ja. Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris ist vorhin am Aufzug schon an mir vorbeigelaufen. Sie wird hier auch noch eine große Rede halten. Was erhoffen Sie sich davon? Also ich persönlich erhoffe mir davon, dass sie imstande sein wird, etwas zu vermitteln, was man auf Englisch Reassurance nennt. Also die Versicherung, die glaubwürdige Bekräftigung der amerikanischen Rolle in Europa. Also vor Jahrzehnten hat mal ein amerikanischer Diplomat einen Aufsatz über das Thema gesprochen, Amerika als eine europäische Macht. Und wenn Amerika diese Rolle als europäische Macht aufgeben wollte, und dafür gab es ja jetzt in letzter Zeit einige Anzeichen, dann würde Amerika aus meiner Sicht seine globale Rolle, seine Weltmachtrolle, seine Rivalitätsrolle gegenüber China und auch die Auseinandersetzung mit der aggressiven Russischen Föderation nicht nur aufs Spiel setzen, sondern riskieren zu verlieren. Und deswegen hoffe ich sehr, dass man nach der Rede von Kamala Harris zum Ergebnis kommt, das war jetzt doch mal wieder eine deutliche Bekräftigung westlicher Gemeinsamkeit, westlicher Selbstvergewisserung, wenn man das so nennen kann, und westlicher Entschlossenheit zu akzeptieren, dass dieser Krieg in der Ukraine und übrigens auch die Auseinandersetzung im Nahen Osten nicht mit Knopfdruck hier heute oder in den nächsten Wochen gelöst werden kann, sondern dass wir hier eine Langfristanstrengung brauchen. Alle zusammen, die auch noch einige Opfer finanzieller Art, ökonomischer Art erfordern werden.
Botschafter Ischinger, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke hinter die Kulissen der Weltpolitik. Und damit geben wir aus München zurück in den Welt-TV-Newsroom nach Berlin.